Hallöchen, liebe Freunde hier auf dem Kanal vom PVB. Okay, ja, servus. Weiter geht es hier in Subsistence und wir machen einen kleinen Guide. Und zwar, ihr wollt angeln. Ja, wenn ihr angeln wollt, liebe Freunde, dann frage ich mich ganz einfach, wieso schaut ihr jetzt hier dieses Video an? Und sitzt hier vor der Klotze. Mensch, müsst ihr doch nicht machen, wenn ihr angeln gehen wollt. Nee, doch. Ihr seid schon richtig. Schaut euch diesen Baum hier an. Dieser Baum. Nur dieser Baum. In dieser Form. Der kommt öfters hier auf der Map vor. Birgt das, was ihr zum Angeln braucht. Nämlich einen Köder. Und der Köder ist eine Arfe oder ein Wurm. Oh, jetzt ist da unten eine Kiste. Die sollten uns aber schnellstmöglichst noch holen, bevor Bärchen meint, wieder zurückzukommen. Nehmen wir eins sacken hier. So. Ja, also schaut euch diesen Baum an. Dieser Baum enthält die Larve, die ihr braucht. Nämlich eine einzige, ne, hat er bloß. Und den hacken wir jetzt mal nicht um, aber wir werden ihn mal farmen. Und wir kriegen aus diesem Baum auch 6 Holzstücke raus. Und ganz zum Schluss schaut unten links, was dann auftaucht. Ein Baumlarve. Eine Baumlarve. Ne? Okay, diese Baumlarve brauchen wir. Wenn wir angeln wollen, jetzt sagen wir schnell zwischenspeichern. Das ist immer wichtig bei dem Spiel. Man weiß immer nie, wann man tot geht. Und dann gehen wir jetzt zum Angeln. Das Reh lassen wir in Ruhe, das brauchen wir nicht jetzt momentan. So, ich könnte mich jetzt hier hinten, hier unten an das Ufer stellen und könnte angeln. Aber da hier so viele Jäger und Banditen unterwegs sind auf der Insel, kann es sein, dass hin und wieder mal ein Jäger kommt oder ein Bandit kommt, der sich ja auch verpflegen möchte und der auch zum Angeln kommt. So, und jetzt stehe ich da am Ufer, guck aufs Wasser, denk nichts Böses, träum so vor mich dahin und er kommt. Und ich merke es nicht, ich höre ihn nicht, er schleicht sich an und er schießt mich. So, und was habe ich da davon? Nix. Also nehme ich es in Kauf und schwimme mal hier zu dieser Insel. Denn diese Jäger und Banditen, die es hier gibt, die können nicht schwimmen. Gott sei Dank können sie noch nicht schwimmen. Ich hoffe, es wird so eine Zeit lang bleiben. Nicht, dass der Entwickler glaubt, er müsste jetzt hier auch noch die KIs zum Schwimmen bewegen. Es ist aber immer gut, wenn man die im Blick hat und beobachtet. Und dann haben wir hier auch noch mal ein Kupfervorkommen. Das werden wir doch gleich mitnehmen, wenn es noch da ist. Denn alle Sachen, die hier spawnen, die ihr haben könnt, sind nicht von Dauer. Man muss sich also da schon mal ein bisschen beeilen, wenn man die mal gesichtet hat, dass die einem dann nicht flöten gehen. So, wo war denn das jetzt? Hallo du, da oben bist du. Okay. Dann werden wir das mal schnell nehmen und dann werden wir angeln. Ja, ich kann ja nicht nur einfach so hierher und so tun, als wenn. Ne? Also wenn, dann muss ich natürlich auch gleich mit looten. So, dann gehen wir halt hier runter, nehmen die Angel. Mit der rechten Maustaste ziehen wir zurück und mit der linken Maustaste schmeißen wir unseren Angelhaken weit weg. Und dann müsst ihr jetzt sehr scharf
den Schwimmer beobachten. Sobald er unter Wasser gezogen wird von einem Fisch, müsst ihr die linke Maustaste betätigen. Macht ihr es zu spät, ist der Fang vorbei. Macht ihr es zu früh, reißt die Angelschnur. Ja, so kann es einem natürlich gehen. Wir sind natürlich jetzt darauf angewiesen, hier zu warten, welches Intervall hier unser Programmierer eingestellt hat, eingegeben hat, wie lange es dauert, bis ein Fisch anbeißt. Deswegen ist es immer ratsam, gleich in der Früh zum Angeln zu gehen. Wenn man also mal 3, 4, 5 Fische angeln möchte, dann kann es schon einmal sein, dass vielleicht da mindestens der halbe Tag rum ist. Ihr habt es jetzt gesehen, der Fisch ist jetzt am Haken und mit der rechten Maustaste holen wir die Leine ein und dann schauen wir mal, was wir für einen Fisch hier haben. Es ist ja im letzten Patch sehr viel dazugekommen. Es gibt neue Fischsorten, die auch jahresbedingt gefangen werden können. Wer dann Näheres daraus wissen will. So, an Land ziehen habe ich mir auf die Maustaste gelegt. So, einen Fisch haben wir gefangen. Und ich habe ja 3 Angelschnuren dabei. Können wir also 3-mal angeln und dann schauen wir mal hier rüber zu den Jäger. Ich habe bis jetzt noch keinen Unterschied festgestellt, wer ist Jäger und wer ist Bandit. Ich glaube, die Banditen bauen keine Häuser, keine Unterkünfte, sondern die machen nur ein Lagerfeuer in der Wildnis. Und die Jäger, glaube ich, sind die einzigen, aber soweit ich das mitbekommen habe, sind die Jäger die einzigen, die auch noch eine Base bauen und sich da drin aufhalten. Also die Banditen kann man relativ leicht überfallen, haben meistens auch nicht viel dabei, also das Feuer, was sie betreiben, die Asche kann man mitnehmen, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Die braucht man ja immer wieder als Dünger. Und ansonsten haben sie nicht viel Loot dabei. Aber es gibt auch wichtigen Loot. Zum Beispiel Zahnräder. Die braucht man also auch dringendst, um wieder irgendetwas herstellen zu können. Also im Prinzip lohnt es sich immer, jeden um die Ecke zu bringen, damit man wieder entsprechenden Loot hat. Da wollen wir darüber ganz kurz. Okay, alles okay, passiert uns nichts. Ja, die Möglichkeit, wenn ich hierher schwimme zur Insel oder zurück, nutze ich dann immer gleich wieder, um Seegras mit zu looten. So, es ist warm draußen, wir haben 29 Grad. Man sieht es auch rechts am Bildschirmrand, diese 4 Schlängellinien bedeuten, dass es dem Charakter schon etwas warm ist. Da müssen wir also auch drauf schauen, dass dem also nichts passiert, dass er nicht überhitzt. Dementsprechend sollten wir dann auch die Kleidung wechseln, und zwar, dass man die ganz leichte Kleidung anzieht. Also am Anfang habt ihr auch die leichte Kleidung. Ihr müsst euch ja dann auch für den Winter vorbereiten und bessere Klamotten craften. Ja, ich habe noch ein bisschen weniger dickes Zeug an. Ja, die Nächte sind hier komischerweise relativ kalt, was mich eigentlich immer wundert. Selbst im Sommer können ja 0 Grad, 2 Grad, 2 bis 3 Grad sein. Dann wieder etwas zu kalt, dann muss man schon wieder einheizen, weil der Charakter friert. Ja, und im Sommer in der Bude aufhalten geht auch nicht, wenn man heizt. Ich am Dünger, wenn man die Asche braucht. Das ist natürlich auch alles ein bisschen, ja, die Türen aufmachen, das hilft nichts. Also muss man sich draußen auf die Terrasse hinstellen, am besten im Schatten.
Und jetzt schauen wir da nochmal. Der hat schon wieder Durst, mein Charakter. Ja, es ist ungefähr so wie bei mir auch. Ich habe auch immer Durst. Ja, also schöne Fische haben wir heute Keine gefangen. So lauter so Kleinzeug da. Ja, dann packen wir eigentlich die Angel wieder weg und dann schauen wir mal. Ja, es hat sich eigentlich so gut wie nicht rentiert. Keine großen Fische dabei. Aber na gut, wir werden jetzt mal was trinken müssen. Trinken habe ich immer genug dabei. Man weiß immer nicht, was passiert. Jetzt schwimmen wir einfach wieder zurück und schauen, dass wir hier noch ein bisschen an Seegras mitnehmen können. Und dann nicht zu lange unter Wasser bleiben. Gut, das ist jetzt ein halber Angeltauchkurs für euch. Da laufen sie rum, die zwei. So, gibt es hier irgendetwas, was wir noch mitnehmen könnten? Also hier schaut es momentan sehr spärlich aus. Mit irgendwelchen Seegras-Sachen. Doch, das sind zwei Seegras-Gräser. Wenn wir mal auftauchen. Und dann nehmen wir uns die Seegräser noch mit. Hätten wir mal hier dieses eine. Komm, geh hoch. Und das zweite, was man fast nicht erkennen kann. Und jetzt schwimmen wir ganz schnell nach oben, weil uns die Luft schon wieder ausgeht. Ja, ich glaube so 2-3 Mal könnt ihr das machen mit dem Luftschnappen. Sollte es mehrmals sein, ja, kann euch das durchaus passieren, dass ihr dann beim vierten Mal Luftschnappen unter Wasser ja tot seid. Und wenn ihr dann natürlich nicht rechtzeitig vorher mal abgespeichert oder zwischengespeichert habt, jo, dann schaut schlecht aus. Gut, dann schwimmen wir wieder Richtung unserer Base und werden unseren Fisch brutzeln. Da haben wir nochmal Seegras, das werden wir auch noch mitnehmen auf dem Heimweg. Da oben rennt der Wolf rum. Da müssen wir dann aufpassen, dass wir nicht unbedingt von der verkehrten Seite an unsere Base gelangen. Eine Lootkiste ist auch dort oben, so wie ich das sehe. Und der Bär ist da rechts. Jo, da tummelt sich natürlich schon wieder einiges hier. Und da unten ist auch eine Lootkiste. Also die werden wir auf jeden Fall gleich mitnehmen. Ob wir an die andere Lootkiste kommen, weiß ich noch nicht. Das wird sich herausstellen. So, ihr seid ja normalerweise gewöhnt von mir, dass ich mit der Facecam aufnehme, aber das geht bei dem Spiel hier nicht, habe ich festgestellt. Der Wolf geht mir zu nah an die Tasche. Ja, er knurrt schon, das heißt also, er hat mich gewittert. Ja, dann versuchen wir es mal hier mit dieser Lootkiste. Da sollte uns nichts passieren. Da werden wieder Nägel drin sein, Bretter, Seile und was weiß ich nicht alles. Nein, diesmal nicht so gewesen, etwas anders. So, mal gucken, was hier oben rumlungert. Ich glaube, das ist doch schon wieder ein Wolf da oben, na, also die haben es heute aber ganz schön mit mir. Ja, der knurrt auch schon wieder verdächtig. So, das wird natürlich jetzt hier wieder eine enge Geschichte, aber das macht nichts. Wir werden von hinten rum in unsere Base gelangen. So, liebe Leute, das war der Guide, was ihr beachten müsst beim Angeln und wie Angeln funktioniert. Und dann sage ich euch einfach wieder mal, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr immer interessante Links. Schaut mal rein. Freue mich auf ein Like, freue mich auf einen Kommentar.
Und dann, liebe Leute, Oldrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP. Okay.